Wenn wir uns mit Jesus, dem Christus, über das Schlachtfeld der Welt erheben, entkommen wir aller Angst. Wir verlassen den Bereich des Leidens. Hierzu braucht es aber eben diese Brücke, den Brückenbauer, buchstäblich, der er ja ist, als Jesus von Nazareth, der in sich den Christus erkannte und in diesem Sinne geistig erwachte zu seiner wahren Natur. Die Brücke ist wichtig, damit wir den Christus in uns selbst erkennen. Er ist da. Aber es braucht in gewisser Weise zum Teil doch fast kindliche Bilder, die uns über diese Brücke führen hin zu ihm. In jeder leidvollen Situation innerhalb der Illusionswelt haben wir potenziell die Möglichkeit, den Christus in uns zu wählen. Es geschieht eben auf dem Umweg über das äußere Bild, das wir in uns pflegen, in unserem Geiste lebendig machen, nämlich Jesus Christus, unseren großen Bruder und Meister vor uns und bei uns zu haben, der uns in unserer Not beisteht, indem er uns seine Hand reicht und wir diese Handreichung, buchstäblich ja, Handreichung ergreifen. Am eigenen Schopfe, wie ein Münchhausen, kann sich niemand aus dem Sumpf ziehen. Es braucht den Zugang zur göttlich-geistigen Welt, zu unserer wahren Wesenheit, die wir sind. Auf dass wir den Christus in uns erkennen und zur Entfaltung, zur vollen Wirkungsentfaltung bringen. Dies ist unser Teil, die Zustimmung. Ja, ich will das. Ich erkenne die Notwendigkeit, den Christus in mir zur Entfaltung zu bringen, weil ich allein aus meiner normalen Persönlichkeit heraus nichts tun kann. Der Christuskern, der wir sind, ist ja das Ziel des Einweihungsweges, den wir gehen. Das Ziel geistiger Schulung, dass wir erkennen, wer wir in Wahrheit sind und das falsche Selbst, den Schatten, den Doppelgänger, das Ego-Denksystem, das ist Denksystem der Spaltung, der Trennung und des Wahnsinns übersteigen, transzendieren, hinter uns lassen. Wir müssen es nicht bekämpfen. Wer es bekämpft in sich, dieses falsche Denken, der macht es wirklich. Wir sollen es nur erkennen, wenn das Rumpelstilzchen der Trennung, der Spaltung seinen Tanz in unserem Geist aufführt und nach uns greift. Aber wir müssen nicht drauf einschlagen. Bitte nicht. Es geht nicht um einen Krieg. Es geht um ein Lassen. Um einen Erkenntnisprozess, dass das alles nichts bringt, dass wir es durchschauen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen oder Ego-Denksystem heiß, ja, dass wir das erkennen und dann uns darüber hinaus erheben, eben über das Schlachtfeld erheben an der Hand von Jesus. Er ist da, multidimensional, in allen Menschen, wie auch immer wir uns das vorstellen mögen. Es sind zum Teil Bilder, aber sie treffen doch einen wahren Kern. Und diese Wahrheit, wenn wir die berühren, in ihm, in uns, mit ihm, in uns und durch ihn, ja, in uns, die befreit.
egal in welcher äußeren irdischen Traum-Illusionssituation wir uns befinden mögen. Dort endet dann die Angst. Dort bricht Erwachen regelrecht ein in unserem Geist. Dort ist das Wunder der Heilung möglich und uns zugesichert als ein Geschenk, die Gabe sozusagen von ihm, von unserem Meister, der uns führt und leitet. Am Anfang steht die Sehnsucht nach der Hand des Meisters, nach der Hand, die uns durchs dunkle Tal der Illusionswelten führt, wo wir leiden, wo wir gewiss auch Angst haben, das ist nur allzu menschlich. Denn die Schrecklichkeiten, die Grausamkeiten dieser Illusionswelt sind offensichtlich. Da ist es dunkel, da ist es wirklich zum Verzweifeln. Aber wir können uns darüber erheben. Und wir sollen es. Es ist Teil der authentischen inneren Selbstermächtigung. Selbstermächtigung im Sinne von, wir ergreifen die Macht unseres wahren Selbst. Wir geben uns ihr hin. Wir ergreifen ihre Hand. Und wir lassen uns führen durch diesen ganzen Wahnsinn, über ihn hinaus in eine höhere Ebene, in ein höheres Bewusstsein. Das ist möglich. Es ist uns zugesagt. Und wer seine Hausaufgaben gemacht hat in Sachen Vergebung, der ist auf dem besten Weg dahin. Die Vergebung, die Reinigung sozusagen, die innere Reinigung, ja, von allen egomanen Affekten, der Rache vor allem, diese Vergebung braucht es unbedingt. Ihr Wert kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das milde Herz, und milde ist ein schönes Wort, es ist nicht wenig. Das liebende Herz, ein großes Wort, ja, Liebe, was wissen wir schon. Aber das milde, sich der Liebe hingebende Herz befindet sich bereits im Heilungsprozess und damit in der geistigen Befreiung. Wir verzichten auf Krieg, wir verzichten auf Angriff. Wir wollen mit Liebe schauen, den wahren Kern, den Christus im Bruder, in allen Menschen. Denn sie könnten ihn wählen, mögen wir vorangehen und es ihnen ja sozusagen als ein Bild schenken, das auch ihnen zugänglich ist. Bruder, macht nichts, wähle noch einmal. Wähle den Christus in dir und finde Frieden mit allem. In diesem Sinne kommen wir, wenn wir den Erlösungsweg anschauen, immer auf das Phänomen der Entscheidung, der Willenskraft. Sie muss gestärkt werden. Die Liebe, den Geist, das Höchste zu wollen, es zu wählen, ist der springende Punkt. Nur davon gehört zu haben und in einer Indifferenz zu verharren, na ja, mal sehen und man schaut dann und gucken wir mal, das ist zu wenig. Wollen wir es wirklich wissen? Nicht nur Wissen sammeln, sondern auch zu einer Erkenntnis finden, einen Erkenntnisprozess in uns begünstigen, zulassen, ersehnen und kultivieren, das ist die Frage. Die Faulen sitzen in der Ecke, vielleicht bekifft und tun gar nichts. Sie kommen keinen Schritt weiter. Da stagniert dann alles. Erst wer durch den Schmerz, ja, des Elends, des Ego-Denksystems hindurchgegangen ist, der wird in die Aktion treten. Der wird seine Willenskräfte bündeln und sammeln und sich sagen, ich will es wissen. Ich will wissen, was hier den Wahnsinn im Innersten zusammenhält und wie ich diesen Wahnsinn überwinden kann. Ich will wissen und erkennen, was ist das Wesen der Heilung und wie komme ich dahin
Und wie kann ich dienlich sein, dass andere das auch schaffen? Denn es gilt, einer für alle, alle für einen. Wir sind alle verbunden, kein Geist lernt für sich allein. Der Meister reicht uns seine Hand. Er ist da, wie der Engel. Er ist immer da. Mögen wir ihn als solchen erkennen und uns ihm hingeben, mit ihm kooperieren, uns ihm anvertrauen. Es wäre eine kluge Wahl. Dann wird es klar und licht und rein und nüchtern und es breitet sich ein tiefer Frieden aus in unserem Geist. Ein solches Licht leuchtet, es ist ein geistiges Licht und es wird von allen gesehen und sie dürfen sich alle neu entscheiden.